Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem neuen Video für euch. Heute basteln wir eine Eselkarte. Das ist eine Abschiedskarte für eine Kollegin von uns. Ich habe hier mit Standschablonen schon mal quadratische Aufleger und Kartenrolling-Ansatz gestanzt. Das heißt, das waren mal zwei ganz normale 15x15 cm Kartenrohlinge vom Action in Weiß. Und ich habe das zumindest eine von den Karten aufgeklappt und habe dann die Standschablone ins Papier gestanzt und ich habe beim Durchkurbeln halt geschaut, dass ich nur ein Teil schneide und dass die Klappkarte als Klappkarte weiterhin funktioniert. Mit dem Tonic Studio Trimmer und Falzbeil habe ich jetzt gerade sozusagen die Mitte geprägt und platt gedrückt, sozusagen mit dem Falzbeil nachgefahren, flach gedrückt das Ganze. Und darauf kleben wir jetzt eine ausgestanzte quadratische Form mit dem gleichen Stanzelement. Das habe ich aus Aquarellpapier gestanzt. Hier wieder doppelseitiges Klebeband und Flüssigkleber vom Action. Das trage ich großzügig auf. Ist also im Grunde sehr ähnlich gearbeitet wie die letzte Eselkarte, die ich euch gezeigt habe. Ich brauchte nur für diese Karte etwas mehr Fläche zum Reinschreiben. Deswegen habe ich mir dann was überlegt. Und zwar habe ich dann sozusagen einen zweiten Kartenrolling mit reingeklebt, damit man quasi noch eine versteckte, aufklappbare Karte drin hat. Dieser Bereich wird halt genauso dekoriert wie oben, deswegen auch die gleiche Stanzschablone als Kartenaufleger. Ich habe mir ja genau, bevor ich dann weiterschneide, ich habe die ganzen Pinöppel, die am Kartenrolling dran sind, abgeschnitten und kürze mir jetzt die zweite Karte um ein paar Millimeter. Das macht es einfach für mich leichter, die Karte einzukleben und dann wieder aufzumachen. Wenn sie nämlich identisch sind, ist es schwierig, die Karten richtig zu schließen. Und so ist es ein bisschen Spielraum und diese 2 mm reichen schon vollkommen aus. Da ich ja schon weiß, wie das Ganze aussehen wird, habe ich das schon reingeklebt. Das heißt, ich klebe einfach die gekürzte Version des Kartenrollings von 15x15 jetzt ins etwa 15x14,8 cm auch wieder mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber in meinen ersten Kartenrolling rein. Ich gucke, dass ich die Kante natürlich sehr gut erwische. Da muss ich leider ein bisschen ins Bild rein und klebe das halt Kante an Kante. Und jetzt kann man mit dem Brayer den Flüssigkleber etwas besser verteilen. Und jetzt habt ihr eine Klappkarte versteckt in der Eselkarte. Also ähnliches Prinzip wie schon bei der letzten Eselkarte. Aber diesmal halt mit mehr Schreibfläche. Das letzte Mal war es nur ein kleiner Kreis. Ich habe mir schon Papier, Designpapier ausgesucht, habe das zurechtgeschnitten und dazu passend Mattungen mir gestanzt mit Standschablonen. Färbe jetzt die Kanten des Papiers mit einem Schwämmchen bzw. mit einem Blending-Tool. Und Shaded Lilac haben wir als Distress-Stempelfarbe. Da ich das Ganze wieder vernähen möchte, klebe ich das Ganze mit Klebestift aufeinander. Ich habe noch ein bisschen Washi-Tape mir rausgesucht, welches in Gold, was halt zum Designpapier gut passt. Wie ihr seht, da sind Blümchen in Weiß und auch in Gold mit drauf. Ich klebe das einfach auf die Vorderseite, reiße mir das mit der Hand quasi zurecht und die Rückseite kann man einfach umklappen
beziehungsweise das, was so übersteht, und auf der Rückseite festmachen. Da ich das hinterher noch vernähe, ist das auch nicht so schlimm, wenn das doch irgendwie sich lösen sollte. Ich habe auch noch goldenes Glitzer-Washi-Tape in meinem Sortiment. Das habe ich halt hier auch gerissen und stückchenweise dann über das erste goldene drüber geklebt. Ich habe auch welches in lila. Natürlich, also ich glaube, es gibt keine Farbe, die ich nicht habe. Das ist etwas dünneres Washi-Tape und da klebe ich dann halt das Ganze an die Kante. Und die Rückseite wird natürlich wieder umgeschlagen und angedrückt. Da ich wieder eine Eselkarte mache, ist es halt so, dass wir zwei Aufleger haben, einmal oben und einmal unten. Und die versuche ich halt etwas einheitlich zu halten, deswegen das gleiche Designpapier. Diesmal auch keine Papierreste. Nein, ich arbeite nicht nur mit Papierresten. Ich habe tatsächlich auch für diese Karte neue Papierstücke zurechtgeschnitten. Das waren definitiv Actionpapiere, 15x15 cm. Ich habe die auch ohne Goldfolie gefunden, aber ich fand die Goldfolie für den Anlass einfach schöner, beziehungsweise diese Folierung auf dem Designpapier, und deswegen habe ich mich dafür entschieden. So, jetzt kommt der Kleber zum Einsatz. Washi-Tape ist an Ort und Stelle, wo ich es gerne haben möchte. Jetzt mit Klebestift das Ganze auf der Rückseite einstreichen und auf die Mattung aufkleben. Das Ganze natürlich im doppelten Verfahren. Das heißt, der zweite Aufleger muss genauso auch auf seine Mattung aufgeklebt werden. Ich habe mir einen Stempel von Lily of the Valley ausgesucht, das ich als Hauptmotiv verwenden möchte. Das ist ein Gummistempel auf S-Mount montiert, das heißt, er hat eine leichte Erhöhung, deswegen muss ich die Schaumstoffeinlage in meiner Stempelhilfe rausnehmen, den Stempel fixieren, beziehungsweise er ist sehr selbsthaftend. Ich habe zum Stempeln das Archival Ink in Vintage Photo mir rausgesucht. Damit färbe ich meinen Stempel großzügig ein und stempel das auf ein Aquarellpapierstück. Drücke das Ganze auf. Mit dem Falzbeil kann ich das Ganze anheben und gucken, ob ich irgendwo vielleicht eine Farbe, noch nicht genug Farbe drauf habe. Habe das noch ein zweites Mal drüber gestempelt. Vor allem die Mitte, da habe ich sogar meinen Ellenbogen rausgeholt und mit ein bisschen Druck geht das meistens ganz gut. Natürlich wie immer euren Stempel nach dem Stempeln auch sauber machen. Ich benutze einfaches Wasser, also destilliertes Wasser in meiner Sprühflasche und ein Mikrofasertuch vom Action. Die Sprüche sind Polymerstempel, das heißt Clear Stamps, die sind etwas flacher, deswegen muss die Schaumstoffeinlage in die Stempelhilfe wieder rein. Ich habe hier ein Stück Tonpapier, das ich auch vorher zum Matten benutzt habe, zuerst hingelegt, habe mich aber dagegen entschieden, weil das etwas poröses Papier ist, und habe dann etwas, ich sag mal, festeres Papier mir ausgesucht. Der lila Ton ist zwar nicht 1:1, aber ich gehe mal davon aus, dass das einfach besser ist zum Stempeln, wenn das Papier etwas kräftiger ist. Den Stempel auf zu neuen Abenteuern habe ich tatsächlich schon öfters benutzt. Das ist das einzige aus diesem Stempelset von Create a Smile, was bei mir bisher zum Einsatz kam. Das habe ich mir geleistet, weil ich gedacht habe, dass ich bestimmt öfters das brauchen könnte. Ich habe mich fürs weiße Embossingpulver entschieden. Beim ersten Abstempeln habe ich aber festgestellt, dass ich das nicht vernünftig vorbehandelt habe und ich habe überall loses Pulver, was ich da überhaupt nicht haben wollte. Also habe ich mich dann dagegen entschieden, habe das Ganze weggelegt
abgefedert mit dem Pinsel, habe den Stempel nochmal versetzt, aufgesetzt, jetzt mit antistatischem Kissen vorbereitet und nochmal mit dem Versamark abgestempelt. Den zweiten Abdruck wieder mit Embossingpulver bedecken, von hinten das Ganze abklopfen, das, was wir sozusagen nicht brauchen, und mit dem Heißföhn von unten erhitzen. Dabei bitte den Föhn immer in Bewegung halten und darauf achten, wenn das Pulver schmilzt, dann weiter wandern. Wie ihr seht, sogar das Papier hat sich ein bisschen verfärbt, dadurch, dass da wirklich sehr große Hitze entsteht. Den Stempel sauber machen, auch wieder mit Wasser und Mikrofasertuch. Aus demselben Stempelset kommt auch der zweite Spruch: Wir werden dich vermissen. Den habe ich bis jetzt noch nie benutzt und wird halt hier genauso mit Versamark gestempelt. Das ist also absolut der erste Abdruck. Und trotz allem hat das super funktioniert. Da war ich sehr begeistert. Oft ist ja so, bei Polymerstempeln müsst ihr öfters stempeln, bis ihr ein perfektes Stempelergebnis bekommt. Aber es hat beim ersten Anhieb schon geklappt. Da bin ich sehr froh drum. Hab wieder mit dem Embossingföhn von unten das Ganze erhitzt. Und da waren die Sprüche schon sozusagen vorbereitet. Den Stempel wie immer sauber machen, wegräumen, damit auch nichts verloren geht auf eurem Schreibtisch. Und das übrig gebliebene Embossingpulver wird zurück in den Behälter geschoben. Das ist übrigens auch das Stempelset von Create a Smile. Tolles Team heißt es. Ich habe außerhalb der Kamera das Ganze schon zurechtgestanzt. Das ist ein Stanzset von Stamping Up. Ich fand aber die Abstände ein bisschen zu groß, deswegen habe ich dann tatsächlich das Goldene, die Mattung für mein Motiv, einfach von Hand gezeichnet und dann von Hand ausgeschnitten. Ich mag halt, dass die Mattung relativ schmal sitzt und oft sind die Standschablonen so angesetzt oder eingerichtet, dass die Abstände relativ groß sind und das mochte ich halt nicht und ja. Da hilft halt einfach die Schere zu greifen und um das ganze Washi-Tape, was wir vorher benutzt haben, aufzugreifen, habe ich auch hier die Kanten von dem Motiv mit dem Washi-Tape beklebt, auch wieder mit mehreren Schichten, mit Gold angefangen, wie auch bei den Kartenauflegern, und mit Lila geht es dann zu Ende. Auch hier das Ganze mit Klebestift aufeinander kleben. Und so hat mein Motiv halt wirklich nur einen schmalen Rand. Und ich fand das ganz schick so. Ich habe jetzt außerhalb der Kamera auch noch einige Vorbereitungen getroffen. Ich habe einige Sachen schon gestanzt. Ich habe mit der Prägefolder, auch übrigens von Stamping Up, ein Stück Transparentpapier geprägt und reiße mir das Ganze in zwei relativ breite Streifen. Die werde ich dann zum Verkleiden von meinen Auflegern benutzen. Ich habe so ein bisschen rumgespielt mit den Stanzelementen, die ich vorbereitet habe. Und da fand ich halt, dass das alles so ein bisschen verloren geht auf dem, sag mal, relativ unruhigem Hintergrund oder Designpapier. Und habe deswegen so eine Art Banderole bzw. einfach eine Bordüre drumherum gelegt und auf der Rückseite mit Tesafilm das Ganze fixiert. Ich habe auch mal wieder Bäckertwine rausgeholt. Das ist, ich glaube, ich habe so ziemlich alle Farben da. Aber in letzter Zeit kam es so selten zum Einsatz, müsste ich eigentlich mal wieder benutzen. Und dann kam das halt auf der Karte ganz gut. Habe halt welches in Flieder benutzt und auf dem unteren Teil kommt es halt über das Transparentpapier. Ich habe auch noch einen Rahmen, einen ovalen Rahmen, Blumenrahmen gestanzt. Den habe ich mit mehreren Schichten Papier hinterlegt. Die erste Schicht ist aus Gold und oder goldenem Spiegelkarton. Ich habe mich entschieden, erstmal den Spruch aufzukleben. Auch dieser ist mehrmals hinterlegt.
Das ist aus lilanem Tonkarton auf jeden Fall, dass ich dann halt die Kanten nicht so sehe. Bei dem ovalen Rahmen ist das etwas anders gehalten. Da habe ich tatsächlich mit Weiß hinterlegt und klebe halt jetzt den Rahmen mit Flüssigkleber mittig um den Text herum. Ich habe mir noch einige Blätter vorher ausgestanzt und Blümchen. Ich wusste dann zu dem Zeitpunkt nicht, was ich genau alles nehme. Habe auch quasi den oberen Kartenaufleger jetzt weitergemacht. Das heißt, ich habe das genauso wie bei dem unteren mit dem Transparentpapier mit der Borte verkleidet und klebt das auf der Rückseite fest. Natürlich ist das nicht einheitlich. Also das Muster ist dasselbe, aber es ist ein anderes Stück und ja, ich finde es jetzt nicht so tragisch. Habe hier wieder das Bäckertwine aufgegriffen, diesmal aber nicht über das Transparentpapier, sondern quer auf der Karte und klebe halt das Endstück wieder auf der Rückseite. Für mein Motiv habe ich schon mal überlegt, kann ich, bevor ich das Ganze auf die Lilamattung, die etwas größer ist, aufklebe, könnte ich noch ein paar Blätter darunter stecken bzw. festkleben. Deswegen habe ich mir ein paar von den ausgestanzten Blättern schon mal am Rand eingefärbt und diesmal benutze ich Vintage Photo, das ist mein Lieblingsbraun. Und mit Tesafilm wird das Ganze auf der Rückseite festgeklebt. Und dann habe ich überlegt, unten das Ganze wiederholen und das klebe ich aber auch auf der Mattung direkt auf der Rückseite. Und so hat man so ein bisschen Abstand, Dimension. Natürlich kommt wieder Pappe zum Einsatz, um das Ganze so ein bisschen höher zu kleben. Ich schneide die Pappe in etwa zurecht, gucke, dass da wirklich nichts rüberschaut und dann wieder mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber das Ganze auf mein Motiv aufkleben. Die Pappe andrücken und dann auf der Rückseite das gleiche nochmal. Das heißt wieder doppelseitiges Klebeband in Kombination mit dem Flüssigkleber. Und das dann auf die Lila-Mattung. Wie immer werde ich die benutzten Artikel in die Infobox packen. Das heißt, falls ihr wirklich wissen wollt, welche Standschablonen zum Einsatz kamen oder ähnliches, könnt ihr das gerne nachlesen. Auch hier habe ich mich dafür entschieden, das Ganze ein bisschen höher aufzukleben. Da habe ich wieder ein Stück Pappe. Das wird mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber auf die Mattung bzw. auf die Rückseite geklebt. Wie ihr seht, lasse ich die linke Seite etwas frei, weil das Bäckertwein an der Stelle sitzen wird und das Ganze quasi so ein bisschen als Puffer dient und die Pappe gleicht das sozusagen diesen Bereich aus. Deswegen gebe ich den Flüssigkleber direkt auf die Pappe, beziehungsweise auf den lilanen Tonkarton und mit Gewicht wird das Ganze festgehalten. Habe ich dann entschieden, den Spruch versetzt aufzukleben, auch da ein Teil direkt auf den lila Karton und den nächsten Teil quasi auf die Karte. Deswegen verkleide ich nur den unteren Teil mit dünnen Streifen Pappe, um das Ganze so ein bisschen zu erhöhen und anzupassen. Das sind jetzt vier Schichten von Pappe und den oberen Bereich kann ich direkt auf das Motiv bzw. auf die Mattung aufkleben. Ich gucke, dass das halbwegs gerade bleibt. Und dann mit Gewichten das Ganze beiseite legen, damit der Kleber richtig ansetzen kann. In der Zwischenzeit können wir uns um den unteren Bereich der Karte kümmern
Und da benutze ich dieselben Blätter, die ich auch schon oben verwendet habe. Auch die werden mit dem Blending-Tool an der Seite mit Vintage-Foto eingefärbt. Erstmal wird gespielt und ausprobiert, wie mir das halt am besten gefällt. Und dann, wenn ich mit einer Position zufrieden bin, wird das alles festgeklebt. Habe mich tatsächlich entschieden, das ein bisschen versteckt anzukleben und nicht mittig, wie ich vorher da sozusagen das geplant hatte bzw. wollte. Und so sind die Blätter etwas versteckt und ich sag mal, ein bisschen auch ähnlich wie auf dem Kartenaufleger oben. Da sind sie ja auch ein bisschen hinter dem Motiv versteckt, geklebt und das wiederholt sich halt auch im unteren Bereich. Ich habe hier vierblättrige Blümchen. Ich habe die aus lila Tonpapier und auch aus Transparentpapier gestanzt. Und jetzt präge ich sie auf der Rückseite. Das heißt, ich drehe die Blümchen um und fahre dann mit einem Prägewerkzeug quasi das Ganze nach, damit die Blumen etwas mehr Dimensionen bekommen und nicht so flach bleiben. Und dann ist es eigentlich nur noch aufkleben. Das heißt, ein kleines Pünktchen in der Mitte reicht schon aus vom Flüssigkleber und schon sind die Blümchen fest. Da braucht man auch nicht viel. Und gerade Transparentpapier, da ist eigentlich weniger mehr. Man kann das Papier nicht aufweichen. Mit einem Stift drücke ich dann die Mitte so ein bisschen fest. Und da habe ich mir überlegt, ich könnte noch ein Blättchen unterbringen, aber die muss ich halt erstmal kürzen, damit die nicht zu weit rausgucken. Und da habe ich zwei Stück. Da ist mir gerade eins runtergefallen. Natürlich muss der Kleber weggewischt werden, sonst hinterlasst ihr hinterher einen Klecks, den ihr nicht haben wollt. Ich habe auch überlegt, dass auf dem oberen Bereich ein paar Blümchen gut tun würden. Das ist eigentlich sogar die Rückseite von der Prickelnadel von Tim Holz oder von einem Cuttermesser, ich weiß nicht genau. Ich präge die Rückseite, drehe die Blümchen um und quetsche dann die Mitte sozusagen einmal runter und so habe ich dann halt diese Plastizität bei den Blümchen. Am einfachsten ist natürlich immer erst die großen Blumen zu platzieren. Da habe ich mich entschieden, eine aus Transparentpapier zu nehmen. Noch eine zweite drunter zu verstecken. Und das Ganze mit Flüssigkleber und mit ein bisschen Feingefühl andrücken. Natürlich habe ich wie immer viel zu viele Stanzelemente vorbereitet, aber dann habe ich auch ein bisschen mehr Möglichkeiten auszuprobieren und zu spielen, ob ich da vielleicht noch irgendwas unterbringen kann. Habe mich dann entschieden, noch zwei weitere Blätter unter die Blümchen zu kleben. Ja, und ich habe noch so kleine Stanzelemente. Das sind zwei goldene und fünf Stück in weiß. Ich finde, die sehen ein bisschen aus wie die Pusteblumen auf dem Designpapier und deswegen habe ich mir gedacht, würden die eigentlich jetzt ganz gut in das gesamte Konzept passen. Habt ihr allerdings kürzen müssen, weil die Stängel eigentlich viel zu lang sind und ich wollte gar nicht, dass sie so weit rausragen. Platziere sie so ein bisschen versteckt unter das Blümchen. Natürlich müssen auch die ganzen Innereien, die quasi beim Stanzen drinnen bleiben, rausgeprickelt werden. Also ich persönlich mag es nicht, wenn die Elemente zum Teil noch drinne bleiben, deswegen prickel ich sie mir alle raus. Und jetzt ist das ja so eine Art schon Dekorieren, gucken, dass links und rechts ungefähr ja ausbalanciert ist, dass das gut aussieht. Das ist übrigens eigentlich ein Haken vom Zahnarzt. Aber der eignet sich super, um irgendwelche Elemente rauszudrücken. Mit etwas Flüssigkleber wird das Ganze dann angeklebt. Und auf gewünschte Länge einfach kürzen. Also was wegschneiden ist immer noch einfacher, als was dran zu kleben.
Ich habe schon länger keine Blümchen mehr gestanzt, fällt mir ein. Ich habe auch eigentlich noch ganz viele fertige Röschen und sowas. Müsste ich eigentlich auch wieder verwenden. Gerade auf solchen aufwendigen Karten, die etwas plastischer sind, die man auch von Hand überreicht, kann man sich eigentlich mehr austoben als Karten, die tatsächlich mit der Post verschickt werden müssen. Und jetzt noch das letzte Element. Alle rausfallenden Teile raus, kürzen und mit ein bisschen Flüssigkleber das Ganze dann aufkleben. Natürlich dürfen auch keine Schmucksteine fehlen, das wisst ihr. Wir sind aber so weit, dass der Aufleger fertig ist. Jetzt können wir das Ganze mit Pappe auf unsere fertige Karte aufkleben. Ich habe einmal ausgemessen, wie groß die Pappe werden darf, damit sie halt nicht drüber schaut. Und hole mir halt meinen kleinen Hebelschneider und schneide mir die Pappe zurecht auf die Größe, die ich brauche. Das Ganze wie immer mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber großflächig einstreichen und auf die Rückseite des Kartenauflegers aufkleben. Bei der oberen Seite ist es eigentlich an sich kein Problem. Das habe ich auch direkt auch auf den Kartenrolling aufgeklebt. Die untere Seite war schon etwas komplizierter. Ich habe die erst im Nachhinein aufgeklebt, beziehungsweise ich habe das vorbereitet. Ich habe das doppelseitige Klebeband schon draufgebracht. Aber der letzte, also wirklich das Aufkleben selber, habe ich erst gemacht, nachdem die Unterschriften drinne waren, weil es ist schwierig, wenn man etwas aufklebt, was auch noch mehrere Dimensionen hat, beziehungsweise so weit absteht, da mit einem Kugelschreiber oder mit irgendwas anderem drüber zu schreiben. Das ist gar nicht so einfach. Deswegen habe ich den unteren Bereich nicht aufgeklebt. Auf den Fotos wirkt es zwar so, aber das ist erst später passiert. Aber ich habe mir halt was dabei gedacht, warum das so ist. Also auf die weiße Mattung wird das schon geklebt, nur die Mattung selber bzw. das komplette Element wird später dann in die Karte geklebt. Hier habe ich mich dann auch entschieden, das Ganze mit der Pappe zu verstärken. Auch wieder doppelseitiges Klebeband und Flüssigkleber natürlich. Warum soll man auch nicht auf die altbewährte Art und Weise weitermachen, wenn es bis jetzt gut funktioniert hat, richtig? Das gibt dem Ganzen ein bisschen Stabilität und auch die gewünschte Höhe. Das ist wahrscheinlich wieder irgendeine Rückseite von einem Actionblock. Und ja, die ist ungefähr Millimeter stark oder relativ dünne Pappe. Auch hier wieder das Ganze auch auf der Rückseite mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber bestreichen oder versehen. Und dann auf die weiße Aquarellpapierausstanzung das Ganze aufkleben. Natürlich schauen, dass man relativ gerade bleibt, dass die Abstände oben, links, rechts und unten ungefähr gleich sind. Habe hier schon mal getestet, wie das aussieht, wenn die Karte zu ist und aufgeklappt steht. Habe natürlich meine Schmucksteine rausgeholt. Ich habe die ja nach Farben sortiert. Ich habe für Lila anscheinend zwei CD-Hüllen benutzt. Ich habe wunderschöne
Glitzer, Schmucksteine, die facettiert sind und gleichzeitig auch noch diese goldenen Sprenkler mit drinne haben, die habe ich von Ideen mit Herz. Der Bogen an sich war ziemlich groß. Ich habe mir ein Stück davon abgeschnitten und in meine Aufbewahrung reingetan. Der Rest des Bogens liegt beiseite für später, beziehungsweise falls ich irgendwann mal das Ganze aufbrauchen sollte. Ich trenne sie mir vom Bogen ab und mit Flüssigkleber klebe ich sie dann auf die Karte. Ich habe die in die Mitte der großen Blümchen gesetzt und so ein bisschen versteckt unter die Elemente. Da ist natürlich so eine Pinzette schon ein großer Helfer. Dazu passend habe ich kleinere Schmucksteine, auch wieder in Lila. Die sind auch facettiert und tatsächlich auch von Ideen mit Herz. Die habe ich, glaube ich, schon eine halbe Ewigkeit. Ich meine, ich habe sie auf der Kreativa mal mitgenommen. Ich fand das toll, dass man halt auf einem Bogen eine Größe hat. Das sind wahrscheinlich so um die 5 oder 4 mm und die anderen sind halt noch was kleiner. Aber halt so habt ihr die gleiche Schliffart, die gleiche Farbe an Schmucksteinen und die lassen sich halt miteinander super kombinieren. Ich habe ein paar in die Blütenmitten gesetzt und ein paar so ein bisschen verstreut auf den Auflegern. Natürlich seht ihr das jetzt oben nicht so gut. Die Karte nimmt ganz schön viel Platz auf, wenn sie so aufgedeckt ist. Also 15 mal 30 cm ist schon nicht ohne. Jetzt kommen noch die ganz kleinen Steine. Die sind halt kleiner als die, die wir vorher hatten. Und die lassen sich halt auch super noch dazwischen mogeln. Und dann wären wir so gut wie fertig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Kolorieren. Ich habe diesmal meine Distress Reinka rausgeholt, meinen Wassertankpinsel. Und da hole ich euch auch schon näher ran mit der Kamera. Und habe den Teddy und das Auto damit halt koloriert. Habe erstmal angefangen, den Boden so ein bisschen zu schattieren. Das Ganze mit einem Schwarz oder sehr stark verdünntem Schwarz, was ich noch auf meinem Acrylblock hatte. Natürlich ist es ein bisschen umständlich, jetzt um die aufgeklebten Elemente zu malen, aber es funktioniert. Für den oberen Bereich habe ich gedacht, das müsste ja der Himmel sein, habe ich mich dann für einen Blauton entschieden. Und da gehe ich einfach großflächig um das Motiv herum und färbe das ein bisschen blau. Das Aquarellpapier lässt halt zu, dass man auch mit viel Wasser die Farbe gut bewegen kann. Das Auto habe ich dann passend zu dem Designpapier und dem ganzen, ich sag mal, lila Thema angepasst und habe dann mit lila das Auto auch angemalt. Wie ihr das von mir eigentlich kennt, gehe ich erstmal relativ zaghaft. Quasi der erste Anstrich ist erstmal gucken, welche Farbe wird welches Element und dann können wir ein bisschen kräftiger mit der Farbe arbeiten und ein bisschen den Kontrast ausarbeiten, schattieren. Da habe ich zum Beispiel einen Bereich erwischt, wo ich eigentlich nicht hin wollte, deswegen habe ich das mit Wasser quasi verdünnt und mit dem Taschentuch abgetupft. Aquarellpapier kann das wirklich ganz gut ab, dass ihr auch, wenn ihr nicht zu kräftige Töne habt, dass ihr auch was wegnehmen könnt. Auch hier, wie immer der Tipp, dreht euch gerne auch das Motiv oder die Karte oder was auch immer beim Kolorieren. Das erleichtert euch einiges. Hier gehe ich schon ein bisschen stärker mit der Farbe rein und definiere meine dunkleren Bereiche.
Das ist eigentlich sehr, sehr simpel koloriert. Das ist jetzt nichts Aufwendiges. Musste auch relativ zügig gehen bei mir. Als ich die Karte gebastelt habe, stand ich ein bisschen unter Zeitdruck. Hatte kurz vorher dann eine Erkältung gehabt und ja, dann ist dann eigentlich nach Basteln oder nach irgendwas. Und die Karte musste aber zeitig fertig werden. Also habe ich mich ein bisschen gesputet. Und ja, hier gehe ich mit dem Distress Black Suit, Reifen und das Fahrzeuginnere. Für den Teddy selber habe ich mich für einen Braunton entschieden. Ich denke mal, das wird ein Vintage-Foto oder ähnliches sein, was ich noch auf dem Acrylblock hatte. Genau, da ist das Schwarz wahrscheinlich deswegen auch so hell, einfach schon leer gewesen. Also habe ich mir wieder bisschen was von Distress Stempelkissen abgetupft direkt auf den Acrylblock und so kann ich die Farbe besser dosiert aufnehmen und kann halt die Bereiche, die ich schwarz haben möchte, so ein bisschen intensivieren bzw. kräftiger kolorieren, so dass es auch eher nach schwarz aussieht als wie jetzt nach einem Grauton. Im Grunde ist es ein Fantasieauto. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt, ob das Auto so in der Lackierung gewesen wäre. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach gedacht, ich halte mich so in etwa an meine Vorstellung, wie ich das in etwa denke, dass es richtig ist. Hab halt für das Verdeck dann auch schwarz gewählt, wie auch das ganze Innere vom Fahrzeug. Jetzt heißt es einfach nur Schatten setzen, das Ganze zu kräftig, also die Farbe kräftiger aufzutragen, ein bisschen definieren. Da war es zum Beispiel ein Stück des Lenkrads, was ich so irgendwie übersehen habe bis dato. Auch bei dem Teddy natürlich ein bisschen kräftig mit Braun die Stellen schattieren, die meiner Meinung nach mehr Schatten hätten. So kommt die Sonne quasi jetzt im Moment von links. Für die Leuchten habe ich dann jetzt tatsächlich noch ein, ja genau, ein schimmernden Stift vom Action. Und für die Glasverkleidung quasi, für die Scheinwerfer, habe ich dann den gleichen Pinsel in Glimmer von Nuvo Studio verwendet. Habe ihm noch rosa Wangen verpasst, weil ich finde, Kreaturen mit Wangen sehen einfach niedlich aus. Und auch hier habe ich das Ganze dann eingebracht. Bisschen mehr Lila, ein bisschen mehr Schatten, ein bisschen mehr Grau. Ja, das ist jetzt das Schwarz, also das Black Suit, was ich verwende, um dann gewisse Bereiche noch etwas dunkler zu machen und Schatten zu setzen. Ich finde, die Felgen sehen irgendwie recht schick aus und da habe ich wieder mit dem Silbernen ein bisschen drüber gemalt. Man sieht das nicht sofort. Mit einem Fineliner habe ich hier die Augen nachgemalt und auch die Nase, damit das halt ein bisschen stärker zum Vorschein kommt. Und ja, da sind wir schon mit der Koloration durch. Und die Karte ist fertig. So, dann verabschiede ich mich heute wieder von euch und ich würde sagen, wir hören und sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.